Leute und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video zu meinem Klausurenphasen-Vlog, denn die Zeit ist wieder gekommen, die Klausurenphase zu beginnen. Das ist jetzt meine zweite Klausurenphase im Jurastudium, also ich bin jetzt im zweiten Semester. Im ersten Semester habe ich eine Klausur bestanden, ja, und jetzt wird hier mal auf Holz geklopft, dass es auch im zweiten Semester so sein wird, weil, ja, ich es mir eigentlich nicht erlauben kann, irgendwo durchzufallen, weil ich im zweiten Prüfungszeitraum einfach gar nicht da bin, denn ich mache bei so einem juristischen Wettbewerb mit, bei einem Moot Court, und zu der Zeit, wo die Prüfungen im zweiten Prüfungszeitraum geschrieben werden, bin ich halt nicht da. Also ich darf wirklich nicht durchfallen, ich habe hohe Ambitionen, dass die Klausurenphase jetzt ganz gut wird, und dementsprechend habe ich aber auch wirklich viel Stress, vor allem mental mache ich mir die ganze Zeit Stress, weil ich immer denke, ich habe nicht genug gelernt, aber ich glaube, das geht wirklich jedem Studenten so. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, um euch einfach mal ein bisschen Einblick zu geben in das Jurastudium, in mein Studium, wie ich so lerne aktuell, mache ich hier mal einen Vlog für euch und nehme euch mit bei der Zeit in den nächsten paar Tagen und Wochen vielleicht. In 2 Wochen gehen die Klausuren los. Als allererstes sieht man schon, dass in meinem Zimmer wieder überall diese Zettel hängen. Das passiert immer in der Klausurenphase, wenn ich so Dinge habe, die ich mir unbedingt merken muss. Hier was zur Angemessenheit in der Verfassungsbeschwerde. Hier haben wir ein paar Grundrechte aufgeschrieben. Und ich habe jetzt heute erstmal meine, wie nennt man das? Pinnwand? Nee. Whiteboard. Mein Whiteboard leer gemacht und werde nochmal was jetzt eintragen für die nächsten Wochen, was da jetzt alles so ansteht, weil es super stressig wird. Aber ich freue mich sehr auf alle Dinge, die ich mache. Gestern hatte ich übrigens 2 AGs. Einmal von 8 bis 10 hatte ich öffentliches Recht und von 10 bis 12 hatte ich Zivilrecht. Dann war ich noch in der Bibliothek von 12 bis so 15, 16 Uhr ungefähr. Das ist eigentlich immer so mein Tagesplan für Montag. Und dann hatte ich von 17 bis 20 Uhr gestern auch noch einen Kurs online über Zoom. Also ich war wirklich von irgendwie so 8 bis 20 Uhr natürlich mit Pausen mit der Uni beschäftigt. Und deswegen habe ich heute ein bisschen ausgeschlafen. Jetzt ist 10 Uhr. Ich habe gerade 2 Videos gedreht und habe deswegen den Morgen ein bisschen für Social Media genutzt. Und jetzt aber in 10 Minuten beginnt mein Unterricht, mein Einzelunterricht. Ich mache das bei der Akademie Graz. Dazu zeige ich euch bald auch noch ein bisschen mehr im Vlog. Genau, ich habe heute Zivilrecht, morgen habe ich öffentliches Recht, am Freitag dann Strafrecht. Und ja, das bringt echt richtig viel, macht auch voll viel Spaß. Und wenn ich damit fertig bin, es geht 90 Minuten, fahre ich schnell in die Uni und gehe dann in die Bibliothek und lerne weiter und habe dann von 16 bis 18 Uhr nochmal einen anderen Kurs. So, ich bin jetzt da bei der Uni, gehe aber mit einer Freundin in die Mensa, weil sie mich jetzt gerade gefragt hat, und da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Und danach gehe ich dann in die Bibliothek und habe dann nachher noch einen Kurs. Als ich in den Semesterferien in Korea war, habe ich mir so ein Tuch für den Laptop gekauft und wollte mal meinen Laptop ein bisschen sauber machen. Hat irgendwie nicht so gut geklappt. Ich glaube wirklich, dass mein Laptop einfach unglaublich dreckig ist, leider. Falls ihr Tipps habt, gerne in die Kommentare. Der Kurs, von dem ich die ganze Zeit geredet habe, ist ein Englischkurs. Bei Jura muss man nämlich auch einen Sprachenschein machen und ich habe dieses Semester einen Englischkurs belegt und musste eine schriftliche Prüfung und eine mündliche Prüfung bestehen. So, der Englischkurs ist jetzt zu Ende. Ich konnte obviously da jetzt nicht mitfilmen oder wollte es auch nicht. Und jetzt ist kurz nach 18 Uhr und endlich geht's nach Hause. Wir haben es geschafft, zurückzukommen. Es ist jetzt knapp 19 Uhr und ich bin jetzt auch schon fast zu Hause. Ich bin echt schon ein bisschen fertig, aber ich möchte heute auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, weil ich noch einige Sachen auf meiner To-Do-Liste habe, die ich gerne heute erledigen würde, weil ich sonst viel zu sehr hinterherhängen würde. Ich habe mich jetzt schon richtig gemütliche Klamotten hier geschmissen, mein YouTube-T-Shirt, und mache jetzt gerade noch eine Probeklausur Strafrecht. In meinem Buch Bestnoten ohne Stress habe ich ja auch ganz oft vom Prüfungsnahen Lernen geschrieben und versuche jetzt auch im Jurastudium zu etablieren. Das prüfungsnahe Lernen wäre hier das Fälle lösen, weil wir genau das auch in der Klausur machen müssen. Daher versuche ich einige Fälle zu lösen und teilweise auch schon mal genauso ausformulieren, wie man es jetzt endlich in der Klausur machen würde. Guten Morgen. Der nächste Tag ist angebrochen. Ich höre jetzt ganz kurz eine Vorlesung über Zoom hier an. Und da muss ich auch sofort los in die Bibliothek, weil ich mit einer Freundin in der Bibliothek verabredet bin. Und dann habe ich nachher noch 2 Veranstaltungen.
So, ich habe jetzt meinen Einzelunterricht Strafrecht. Ich fand es aber relativ schwer, den zweiten Tatkomplex aufzubauen. Dann die objektive Zurechnung, also der Erfolg ist dem Täter objektiv zurechenbar, wenn dieser rechtlich mit dem Risiko geschaffen hat, was sich auch im Erfolg realisiert. Und hier hat G durch den Schuss auf den K das Risiko des Todes geschaffen und dieses Risiko ist dann auch eingetreten mit dem sofortigen Tod. Und zwar habe ich da, wie gesagt, die Heimtücke angeprüft. Heimtücke ist das bewusste Ausnutzen der auf der Arglosigkeit beruhenden Wehrlosigkeit, die auch in feindlicher Willensrichtung quasi ausgenutzt wird. Und ich habe hier einfach jedes Merkmal einmal kurz angesprochen, also zunächst das bewusste Ausnutzen. Mein Einzelunterricht Strafrecht ist jetzt zu Ende und ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen davon, denn ich habe davon auch nur durch eine YouTuberin bzw. gute Freundin von mir damals erfahren. Und zwar hat sie mal vor einiger Zeit ein Video auf YouTube gepostet, wie sie Einzelunterricht nimmt bei der Akademie Graz. Das ist ein Repetitorium aus Berlin hier. Also falls ihr noch nicht so lange Jura studiert oder gar nicht so viel Ahnung davon habt, ein Repetitorium ist eigentlich das, was viele Menschen in ihrer Examsvorbereitung besuchen, um sich dann eben auf das Staatsexamen vorzubereiten. Und was ich auch lange gar nicht wusste, ist, man kann tatsächlich das aber auch schon früher machen. Das lohnt sich, finde ich, vor allem für Leute, die eventuell irgendwo bestimmte Defizite haben, eine Sache wirklich gar nicht verstehen oder die einfach eine wichtige Prüfung haben, vielleicht im Drittversuch gerade sind oder wie bei mir zum Beispiel sich mit den Noten irgendwo bewerben möchte, was relativ ja, relevant für mein Leben gerade ist. Und deswegen dachte ich mir, ich möchte es immer gerne ausprobieren und habe jetzt einige Stunden bei der Akademie Graz gebucht. Und das Beste daran ist einfach wirklich, dass es ganz individuell auf euch abgeschnitten ist. Also ich kriege vorher immer einen Fall zugesendet, den gehe ich dann alleine durch und mache eine Lösungsskizze oder formuliere den aus. Und in dem Unterricht gehen wir das Ganze durch, ich erkläre, was ich geschrieben habe und dann verstehe ich so, ob ich die Sache wirklich verinnerlicht habe, ob ich sie wirklich verstanden habe. Oder wenn mir kritische Rückfragen gestellt werden, merke ich, okay, das Thema kann ich auch noch nicht so ganz und dann wird mir das nochmal erklärt und ich kann direkt Fragen stellen. Also das Beste ist wirklich, dass man sich da auch traut, die Fragen direkt zu stellen und dann merkt, die Fragen, die man hat, sind eigentlich gar nicht so dumm und abwegig. Das schon mal als kleine Einführung für euch zu der Akademie Graz. Ich werde euch in Zukunft auch mal ein bisschen mehr davon erzählen, in den zukünftigen Vlogs eventuell auch nochmal und euch da nochmal genauere Einblicke geben. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne noch in Zukunft sehen wollt davon. Ich habe das gerade, wie gesagt, dreimal die Woche, also jedes Rechtsgebiet, jede Woche und es hat mir bisher schon echt viel gebracht. Hallo, hier meldet sich Lara aus dem Schnitt. Nach dem Unterricht ging es dann für mich nochmal in die Bibliothek und ich habe noch ein wenig gelernt, denn die Klausuren standen ja wirklich schon bald an. Mittlerweile habe ich auch schon einige geschrieben und das auch wieder mitgevloggt. Das kommt dann aber im nächsten Video, damit dieser Vlog hier nicht allzu lang wird. Daher bleibt gerne gespannt, vergesst nicht zu abonnieren und alles weitere, vor allem auch die erste Prüfung, seht ihr im nächsten Vlog. Bis dann, tschüss!